Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel und es ist heute der 20. Mai. Wir haben 14.06 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. In diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, am 28. April. Als ich die seinerzeit machte, die Analyse, da waren wir, 28. April ist hier. Das war bevor der Nasdaq anfing. Er ging dann runter von 8.900, so ganz grob auf 8.600. Meine Idee war, dass er sogar die 200-Tage-Linie sehen kann. Hat er nicht gemacht. Der Junge wehrt sich. Es ist sagenhaft. Gilt für mich als einer der besten Indizes weltweit. Ich habe sie alle angeschaut. Also wenn nicht sogar der Beste. Heute sind wir fast 4 Wochen älter, sagen wir mal 3 Wochen älter. Und es gibt hier eine Linie, die habe ich hier oben eingezeichnet, extra dicker. Ich glaube, das ist blau. Ich bin der farbenblind, ja, aber ich meine, ich hätte blau gedrückt oder aqua oder irgend sowas. Ich habe die auch besonders dick gemacht, denn dieses hier ist das Gap vom 21.02. bei 9.446. Das ist 2 Tage nach dem All-Time-High bei 9.736. 2 Tage danach nochmal 9.446 und gestern mit diesem kleinen Shootingstar, und es ist ein Shootingstar, also so lange, dass der Hochpunkt von gestern nicht überboten wurde, und gestern war der Nasdaq im Hoch bei 9.422, das heißt, er hat bis auf 24 Punkte mehr oder weniger alles wieder aufgeholt und er war runter bis 6.800, kommend von 9.800, ja, ich runde leicht, ja, hammermäßig, muss ich wirklich sagen. Das ist halt die Frage, hält er dieses Tempo durch? Wie dem auch sei, er steht hier im Moment, wird er vorbörslich nach meiner Kenntnis gehandelt oder gerechnet bei 9.300 rund. Das ist alles in allem nicht viel weg vom All-Time-High. Wie sieht's aus? Die Bänder sind schon wieder super eng, als wäre nichts gewesen, verglichen mal mit hier. Ich mache mal das Fadenkreuz raus, als wäre nichts. Die 200-Tage-Linie liegt bei 8.368, völlig im Normbereich, das ist also keine dramatische Distanz hierzu. Das hier ist ein uralter Trend von 2016, da gar nicht so drauf schauen. Sie können sich natürlich jetzt hier einen Trend hier hochziehen, können Sie machen. Ich weiß nur nicht, selbst wenn der irgendwann mal als gebrochen gilt, ob das sinnvoll ist. Für mich ist diese Unterstützung hier recht wichtig, bei rund 8.900, da verläuft kurz vorher die 20-Tage-Linie und wir haben hier dieses 1, 2, 3 Mal und kommt auch noch von hier hinten, war auch hier eine Unterstützung. Das ist für mich schon ein recht wichtiger Punkt, die 8.900. Das sollte eine ganz gute Unterstützung sein. Wenn sie nicht hält, ist die 200-Tage-Linie, die jetzt schon wieder am Steigen begriffen ist, hallo, Steigen, ist dann die nächste Unterstützung. Vom MACD her, Trendfolger, trotz dieses fantastischen Trends hier, ist der im absoluten Normal-Nullbereich. Da ist gar nichts. Die Stochastik gilt als leicht überkauft, ohne irgendwo eine Schwäche zu zeigen, ein Verkaufssignal zu liefern, nichts dergleichen. Das ist also alles okay. Von daher sage ich, der Chart ist wichtiger. Wir haben das Gap geschlossen. Wir waren ein ganz kleines bisschen außerhalb des Bandes und sind runter. Wir sind heute etwas tiefer, bei im Moment, wie gesagt, 9.300. Aber das ist kein echtes Verkaufssignal. Er hat sich hervorragend geschlagen durch quasi Schließung dieses Gaps. Das sind noch diese 24 Punkte und liegt kurz zum All-Time-High. Der Chart ist wichtiger. Wenn das All-Time-High fällt vom 19.02. bei 9.736, dann sind wir hier im charttechnischen Nirvana, irgendwo hier oben. Andererseits, wie gesagt, 8.900, gute Unterstützung. Danach 8.600 und dann die 8.368. Also das, ich glaube, das bleibt ein Trading-Markt. Ich glaube nicht, dass der einen eindeutigen Trend jetzt von hier ab weiter generieren wird. Der wird jetzt hier mal irgendwie so treten. Von daher muss ich euch Optionen dazu geben. Und das mache ich hiermit. Ich habe eine für die Leute, die immer mal wieder positiv spielen wollen. Die müssen nicht zu weit weggeben. Ich habe hier eine 8.987er K.O. 8.987, das ist aber hier drunter. Der hat im Moment einen Hebel von 23. Das von Goldman Sachs, die Kennnummer GC4299. Ist also relativ nah hier unten an den Unterstützungen. Ja. Wenn das zu heiß ist, der kann natürlich auf so ein 8.575er gehen und hat dann auch noch das untere Bollinger Band über sich. Wäre eine Möglichkeit. Gucken wir nach dem Short. Ein Short würde ich tendenziell suchen oberhalb des All-Time-Highs. Und da bietet sich sowas hier an.
9812 ist auch ein 23er Hebel, liegt also hier hinter. 9812, das ist die ebenfalls von Goldman, ebenfalls ein Open-End-Schein, die GB7PWR. GB7P, Waltraud R. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao, ciao.